So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Darkout. Wir sind ja das letzte Mal relativ gut vorangekommen. Wir sind jetzt auch stolze Jetpack-Besitzer. Da machen einem auch solche Stürze überhaupt nichts mehr. Und die Frage ist, ob wir jetzt nach unten gehen oder nicht. Eigentlich würde ich das schon gerne machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich frage mich nur gerade, ob wir eventuell uns es auch noch leisten können, nochmal ein zweites Jetpack zu bauen. Dafür brauchen wir noch Sparkplugs. Da ist die Frage, ob wir die haben. Da gucken wir mal hier oben. Die müssten ja, wenn, dann hier drinne sein. Ja, nun mach hoch die Tür. Da haben wir noch einen, ne? Tja, ja. Da fehlt mir ein Sparkplug. Okay, dann müssen wir ein bisschen vorsichtiger als gedacht sein und kommen halt mit den Sparkplugs nicht aus, beziehungsweise mit einem zweiten Jetpack. Gut, das hindert uns aber nicht dran, irgendwie mal vernünftig in die Tiefe zu gehen. Ich guck mal da unten, 78 Fackeln ist ganz in Ordnung. 128 und hier noch ein paar gequetschte Kugeln, das muss auch reichen. Wir können uns nochmal heilen, wir haben das große Schwert dabei. Das Einzige, was wir nicht haben, sind irgendwie Glowtorches. Die sind mir aber im Moment gerade egal. Also ziehen wir mal die Leuchtuniform an. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal hier in die Tiefe. Buddeln uns hier frei und gucken mal, was unser großartiger Gang nach unten so macht. Und wenn wir nebenbei noch eine Menge an Ressourcen finden, dann habe ich da gar nichts gegen. So, ich komme hier nicht weg, ich komme auch nicht runter. Fahrstühle sind etwa so das Beste überhaupt. ja, ne, so. Ich stelle mal auf relative Weitsicht. Also die Idee ist, jetzt hier unten einfach weiter zu buddeln. Wenn uns eine Höhle in die Quere kommt, dann kommt sie uns halt in die Quere. Und wenn ich zwischenzeitlich... Ja, ist gut. Wenn ich zwischenzeitlich ein bisschen was in Ressourcen finde, dann baue ich die ab. Wir brauchen ja alles, haben wir gesehen. Vor allem aber dringend Eisen. Und dann gucke ich mal, wie wir da vorwärts kommen. So, hier geht es jetzt wieder schneller, hoffe ich. Das ist echt erstaunlich, dass das in dem Spiel nicht vernünftig machbar ist, dass man einfach so nach unten geht. Tja, jetzt stehe ich hier. Nee, stehe ich nicht. Es geht weiter. So, wir haben uns eigentlich schon relativ tief gegraben. Also ich verspreche euch ja seit, weiß ich nicht, 8 Milliarden Folgen, dass wir irgendwann mal aufs Lava-Level kommen. Und genau da möchte ich jetzt eigentlich hin. Und wenn wir nebenbei noch ein paar Research Points bekommen, dann umso besser. Ich hätte gerne Dreierbuddelei. Genau, und dann gehen wir jetzt eben einfach immer einen tiefer. Und gucken mal, was so passiert. So, ich habe noch ein paar Plattformen mit, aber wirklich brauchen tue ich die nicht. Zumindest so lange, wie ich nicht das Jetpack verliere. So, und ich habe natürlich immer die Augen rechts und links. Also hier muss ja irgendwas sein, was hoffentlich Eisen ist. Törö, törö. Sehr gut. Das werden wir uns mal holen. Das lasse ich also nicht liegen. Das hier ist auch Eisen. Ist das auch Eisen? Tatsächlich. Ein Traum. So, hier nach drüben muss ich auch. Da scheint es auch noch Eisen zu geben. Also. Das Kupfer hier unten werde ich aber nicht abbauen. Höchstens auf dem Rückweg mal sehen. Bin immer noch der Meinung, dass wir Kupfer und Kohle leicht genug bekommen, auch in der Nähe der Oberfläche. Ich meine, wir können ja jetzt, das habt ihr gesehen, mit dem Jetpack auch mal oben diese fliegenden Inseln erkunden. Allerdings ist es da natürlich so, da läuft viel mehr Getiere und sonstige Sachen rum. Da muss man sich viel mehr wehren gegen die Schattenkreaturen.
Das ist alles ein bisschen stressiger. So, kann ich hier noch eine Fackel hinhauen? Kann ich tatsächlich. Sehr schön. Deshalb bin ich so bei der Rohstoffsuche nicht so begeistert von den fliegenden Inseln. Aber es geht natürlich einfacher, als sich hier immer ewig durchzugraben. Das stimmt natürlich schon. Gut, grundsätzlich, wie soll es dann weitergehen? Falls wir hier mal unten sind, haben wir hoffentlich wieder genug Research Points. Ich will mir auf alle Fälle diese Antigravitation nochmal craften. Die war super. Da kriegt man nämlich dann nachher die Möglichkeit, die Batterien zu ersetzen. Ja, und dann sehen wir mal weiter. So, haben wir jetzt hier noch irgendwo was? Natürlich müssen wir noch in die Stadt zurück. Wir müssen noch jede Menge an Höhlen finden. Wir haben ja bis jetzt nur die Höhle mit den weißen Kristallen gefunden. Das kann auch nicht so bleiben. So, leuchtet es noch irgendwo, während ich hier erzähle? Nein, tut's nicht. Doch, da oben. Kupfer. Ach, naja, komm, wenn ich schon hier bin. Und dann müssen wir natürlich die Stadt weiter plündern. Wir wollen ja mal in das Kanalsystem. Da bin ich auch relativ neugierig, was es da gibt. Gestern gab es einen Foreneintrag der Entwickler, der Firma Algraf, die gesagt haben, ja, sie leben noch, sie würden sich im Moment halt gerade ein bisschen zurückhalten, weil sie ganz viel damit zu tun hätten, Stage 2, also die zweite Fortsetzung und das zweite Kapitel dieses Spiels zu schreiben und zu implementieren. Da bin ich natürlich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Allerdings ist der Release-Termin erst Sommer 2014, das heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit, hier alles zu erkunden und die Story und die Blueprints zu finden und alles mögliche andere. So, zwischenzeitlich eine Fackel nicht vergessen, auch wenn ich selber leuchte, setze ich die trotzdem ab und zu dahin. Gut, es gibt ganz normale Research Points hier, wenn wir uns durchgraben, nicht so viele, aber es hilft uns. Und ich bin wirklich erstaunt, wie tief es hier runter geht. Dafür, dass wir eine kleine Karte genommen haben, habe ich gedacht, wir wären schon viel früher am Ziel. Aber dem ist nicht so. Okay, aber es geht gerade runter. Wir haben jetzt nicht den großen Reibach an Metallen gemacht, aber wie gesagt, erstmal unten ankommen, ab und zu eine Fackel nicht vergessen, nur damit es nicht komplett zugespawnt wird hier, wenn ich hier nicht mehr bin. Und ich wollte euch ja eigentlich unten den Lava-Level zeigen und dann auch die ganzen Metalle, die es da noch gibt. Es gibt nämlich noch ein paar andere, die wir wahrscheinlich auch im Moment noch gar nicht abbauen können. Das ist keine gute Idee, ich baue mal hier. Wieso kann ich ihn hier unten nicht mehr bauen? Doch. Aha, jetzt kommen wir aus dem Stein anscheinend wieder raus. Hier unten gibt's Stein. Okay, wir kommen aus dem Stein raus. So, es kann natürlich immer passieren, dass es mich jetzt hier doch noch zerpflückt. Also ich sehe nicht genug nach unten. Hier unten links scheint ja wieder eine Höhle zu sein. Ah ja, unter mir direkt auch, so wie es aussieht. Das heißt, man kann jetzt natürlich immer irgendwo schön hinfallen, runterfallen. Vor dem Fallschaden habe ich im Moment nicht so viel Angst, auch weil ich das mit dem Jetpack wahrscheinlich korrigieren kann. Aber man weiß ja nicht, was einen da an Tierwelt und sonst was erwartet. Naja, aber nachdem ich letztens so grandios in der Stadt abgelebt bin, bin ich jetzt hier auf alles gefasst. So, jetzt sind wir hier aber bald durch. Wie buddel ich denn jetzt hier weiter? Also hier scheint's noch weiter runter zu gehen. Egal, wenn ich falle, falle ich. Genau. So, hier müssten ja irgendwo bestimmt Tiere sein. Kann ich hier ein paar Fackeln anbringen? Wollen wir es erkunden oder nicht? Ich glaube schon. Was ich mache ist, ich baue mal zumindest, wenn ich das hier kann, bisschen zu, auch wenn ich die Fackel damit natürlich ad absurdum führe. Es kommen keine Gäste, das finde ich erstaunlich.
leuchte hier mal ein bisschen aus. Ich versuche mal ein bisschen, aber anscheinend ist das gar keine so ganz große Höhle hier. Es gibt hier nichts zu sehen. Es gibt nichts zu erforschen. Es geht einfach nur ganz normal nach unten. Wir könnten hier oben rechts, da sehe ich, da sind noch Tiere. Noch ein bisschen weiter, aber... Ah, schon wieder die falsche Taste. Na gut, jetzt bin ich da, die Glowsticks wenigstens dann auch los. und dann tue ich einfach so, als würde ich diesen, wieso habe ich den... Ach, da kommt der... Ja, dann tue ich einfach so, als hätte ich das hier gegraben. Meine Güte, stört ja keinen. Gut, dann geht's weiter nach unten. Also, diese Höhle war nicht besonders ergiebig. Wieso kann ich hier nicht weitergraben? Wie kriege ich den Stein da weg? So. Okay, da rechts ist meine Fackel, deshalb leuchtet so gelb. Die hatten wir selber gesetzt, oder ich hatte die selber gesetzt. Tja, und dann geht's immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Erstaunlich, so was haben wir denn hier? Ah ja, Cave Rock. Also wir sind jetzt schon wirklich ganz ordentlich tief in der zweiten Steinschicht, so wie es aussieht. Und immer noch kein Lava in Sicht. Ich hatte zwischenzeitlich mal überlegt... Aha, Sand. Okay, was ist das hier? Kohle? Naja, gut, wenn sie so nah ist, dann nehmen wir die natürlich mit. Nein, mehr vor die Füße kriegen wir sie ja sowieso nicht. So, gleich wieder zu. Tja, Sand beeindruckt mich jetzt auch nicht wirklich, aber ein bisschen was werde ich mitnehmen müssen. So, Fackel. Und ich bin echt erstaunt. Ich hatte jetzt gedacht, man kommt wirklich so langsam in die Tiefen der Lava, aber wir haben noch was zu tun. Also, warum will ich das machen? Nochmal vielleicht hat ja nicht jeder alle Folgen gesehen. Ich will hier möglichst tief einen Schacht unter meiner Behausung graben. Erstmal um unten zur Lava zu kommen. Das ist aber bis jetzt noch minder spannend, weil die Lava zumindest jetzt hier in Phase 1 des Spiels noch keine Funktion hat. Was ich dann aber habe, ist, ich habe einen Schacht, der einmal von meiner Basis bis ganz nach unten geht. Und das heißt, wenn ich... So, hier leuchtet's komisch, wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn ich dann... Hier leuchtet's doch komisch. Ich komme nicht dazu, was zu erzählen, weil es so komisch leuchtet. So, nochmal abwarten. Da, genau, das sind doch neue Metalle. Können wir doch erzählen, was will. Ein roter Kristall. Na, das ist ja mal fein. Da müssen wir mal genauer gucken. Da, wo es rote Kristalle in der... einfach so in der Erde gibt, müsste ja auch eine rote Kristallhöhle dann in der Nähe sein. Das wäre ja ein Ding. Bin ich jetzt neugierig? Also hier unten habt ihr schon gesehen, also wer es gesehen hat, es leuchtet lila. So, und das sind die neuen Metalle. Garantiert. Titanium. Okay, also das heißt, dafür brauchen wir nicht mehr in die Stadt. Das kriegen wir auch jetzt hier unten. Was mich viel mehr beeindruckt, sind die roten Kristalle. Ich werde mal hier zwei Fackeln setzen, dass ich weiß, dass ich hier nochmal genauer gucken muss. Eigentlich ist es so, wenn wir Kristalle einfach so in der Erde finden, dass dann irgendwann auch die Kristallhöhle in der Nähe ist. Scheint hier aber nicht so zu sein. Hm.
Aber den Kristall nehme ich jetzt mit, also da bin ich ja nicht fies vor. Dankeschön, ein roter Kristall. Na, wer möchte es mir verdenken?